Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von, ja, wie nennen wir das Ganze eigentlich? Vielleicht habt ihr gute Ideen, dann könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben und dann könnten wir gemeinsam einen guten und passenden Namen für dieses Format finden. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, heute ist der Velociraptor dran. Er muss heute durch dieses Labyrinth und einer von euch wird den Velociraptor sozusagen übernehmen und kann dann was gewinnen. Und ich würde sagen, wir lassen ihn frei und dann sage ich euch, wer von euch der Velociraptor sein wird. Und zwar, ihr habt wirklich sage und schreibe in circa 2,5 Tagen fast 300 Kommentare geschrieben. Also erstmal vielen, 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 vielen Dank, dass ihr so fleißig daran teilgenommen habt. Es macht hier wirklich Spaß, wenn ihr hier so aktiv mit am Start seid. Und das ist wirklich eine Bombenmotivation für mich. Also vielen, vielen Dank. Und dieser Velociraptor, der wird sein der Edgar der Heilige. Ich blende mal seinen Kommentar jetzt hier ein. Hashtag Velociraptor. Darf ich bitte der Velociraptor sein? Please. Oder ein Strutio sein? Wäre sehr cool. Ja, du hast jetzt das Glück. Du bist dieser Velociraptor. Und ich würde sagen, wir nennen ihn jetzt nochmal ganz schnell in deinen Namen um. Edgar der Heilige. So. Du nimmst jetzt teil hier. Und ich hoffe darauf, dass der Velociraptor es schnell durchs Labyrinth schafft. Und du somit eine gute Zeit bekommst und vielleicht hier etwas gewinnen kannst. Hm? Wäre doch nice. So, ich bringe euch zurück, sobald der Velo im Labyrinth ist und dann startet die Zeit. Der Velociraptor wird jetzt hier abgeliefert, landet jetzt gleich und steht jetzt auf allen Vieren. Und die Zeit beginnt natürlich wieder, sobald er mit dem gesamten Körper das Labyrinth betreten hat. Und Edgar der Heilige, du hast hier auf jeden Fall einen der Favoriten gezogen, denke ich. Weil der Velociraptor ist ja wirklich aus den Filmen und so weiter bekannt, dass er sehr intelligent sein soll. Und eigentlich sollte so ein Labyrinth keine Probleme für ihn machen. Aber wir werden jetzt sehen, wie er sich schlagen wird. Die Zeit startet jetzt. Und der Velociraptor scheint hier wirklich einen guten Start hinzulegen. Er biegt hier auch nicht falsch links ab. Die Kamera ist natürlich diesmal ein bisschen reingezoomt, weil sonst könnt ihr nicht viel erkennen hier. Weil der Velociraptor ist natürlich ein wenig kleiner als der T-Rex. Und, aber ich versuche das einigermaßen gut hier zu regeln mit der Kamera. Und ihr kennt ja auch das Labyrinth schon aus der Folge davor, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich zoome dann auch ab und zu mal raus, damit ihr seht, wie es dann weitergeht. Aber der Velociraptor, der schlägt es hier wirklich sehr, sehr gut. Der Zeitraffer ist leicht an, das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Aber er ist hier im ersten Drittel noch kein einziges Mal falsch abgebogen und ist wirklich straight durchgegangen. Das heißt, er hat nach genau einer Minute ungefähr das erste Drittel hinter sich gebracht, was sehr, sehr gut ist, wenn er so weitermacht. Und das ungefähr in 3 Minuten schafft, hat er, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Zeit erreicht. Er scheint hier auch wieder rechts nicht falsch abzubiegen. Er geht hier wirklich straight Richtung Ausgang. Also das mit der Intelligenz scheint wohl kein Gerücht zu sein. Also wirklich, er läuft hier straight Richtung Ausgang. Das ist wirklich sehr, sehr gut, Edgar da. Ich denke, das könnte wirklich ein Top-Platz für dich werden, wenn er so weitermacht. Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht versagt er am Ende. Aber wir wollen es ja nicht hoffen. Und er hat jetzt hier das zweite Drittel nach etwas über 2 Minuten auf jeden Fall hinter sich gebracht. Biegt jetzt hier wieder nicht falsch rechts ab, weil das rechts wäre wieder eine riesige Sackgasse gewesen. Das hätte viel Zeit gekostet. Und er begibt sich jetzt auf jeden Fall in das letzte Drittel. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wir sind jetzt hier knapp vor 3 Minuten. Also er muss sich jetzt beeilen, um hier eine Top-Zeit hinzulegen. Und er rennt aber auch schon. Also, naja, rennen kann man das nicht nennen. Also er läuft halt langsam, aber er läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung. Er ist nicht einmal falsch abgebogen bis jetzt. Und das bleibt hoffentlich auch so, aber es scheint echt so. Also er läuft hier wirklich, er hat einen sehr, sehr guten Geruchssinn, wie es scheint. Er läuft hier wirklich straight Richtung Ausgang. Nichts scheint ihn zu stoppen. Und er biegt auch hier wieder richtig ab. Also das wird wirklich eine Bombenzeit. Wahrscheinlich unter 4 Minuten, falls er jetzt hier nicht nochmal stehen bleibt. Und dann sieht es wirklich sehr, sehr gut aus für dich, Edgar, der Heilige. Das sieht, also die Chancen, dass du hier einen Preis gewinnst, sind, glaube ich, recht hoch. Und die Zeit stoppt jetzt. Und wir haben eine Endzeit von 3 Minuten, 52 Sekunden und 23 Hundertstel. Und ich denke, das ist wirklich eine Top-Zeit, die der Velociraptor hier hingelegt hat. Ihr seht schon, Nahrung, Wasser und so weiter ist schon etwas gesunken. Das hat ihn wahrscheinlich auch angetrieben, in das schöne Gehege zu gehen, wo es dann Nahrung und Wasser und sowas gibt. Ich denke, den Vorteil hat auch der Velociraptor, weil die Nahrung und das Wasser sinken viel, viel schneller bei dem Velociraptor als beim T-Rex. Die beiden hatten natürlich am Anfang die gleichen Bedingungen, waren beide voll gefuttert und hatten genug zu trinken.
Aber ihr seht ja, der Velociraptor, bei ihm sinkt es einfach schneller. Und er hat auch am Anfang im Eingangsbereich wirklich viel, viel Zeit gewartet einfach, bis er in das Labyrinth betritt. Und die Zeit startet ja erst, bis er das Labyrinth betritt. Das sind alles so Faktoren, die mit einfließen. Aber das macht es ja auch natürlich spannend, ne? Edgar der Heilige, also deine Zeit mit dem Velociraptor wird jetzt dann gleich in die Liste eingetragen. Und falls ihr auch mal einer der Dinosaurier sein wollt, die durch dieses Labyrinth gehen, dann bleibt einfach dran. Ihr könnt gleich erfahren, wie ihr der nächste Dinosaurier sein könnt und ihr könnt auch was gewinnen. Also die ersten drei, also die besten Zeiten, werden dann einen kleinen Preis am Ende gewinnen. Also bleibt dran, falls ihr darauf Bock habt. Ja, meine Freunde, ihr habt's gesehen, der Edgar, da hat da wirklich eine Top-Zeit hingelegt mit dem Velociraptor und hat damit auf jeden Fall eine super Chance auf einen der ersten drei Plätze und kann damit eventuell dann ja auch einen Gewinn mit nach Hause bringen. Wie gesagt, die ersten drei, also die schnellsten drei Dinosaurier, gewinnen auch einen kleinen Preis. Und falls ihr ja auch einer der Dinosaurier sein möchtet, dann müsst ihr jetzt eben dranbleiben. Wir müssen jetzt erstmal den nächsten Dinosaurier natürlich auslosen. Dafür drehen wir wieder unser kleines Rad hier auf der Seite. Und ich würde sagen, wir drehen das jetzt erstmal, dann schauen wir, wer der nächste Dino ist. So, es dreht sich, Leute. Trommelwirbel. Es wird... der Stegosaurus, Leute. Der Stegosaurus, das wird sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall der erste Pflanzenfresser in diesem Wettbewerb. Und ich bin sehr gespannt, ob er ja den Velociraptor bzw. die Zeit von dem Velociraptor schlagen kann. Und falls ihr bzw. du der Stegosaurus sein möchtet, dann müsst ihr einmal Hashtag Stegosaurus unten in den in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück bist du dann der Stegosaurus, beziehungsweise ihr. Und dann könnt ihr auch was gewinnen, wenn ihr schnell seid. Und natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, falls euch das Video gefallen hat, wenn ihr das Video liked, beziehungsweise abonniert und die Glocke aktiviert, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder am Wochenende bei unserem nächsten Video. Und haut rein, macht's gut, bis dann.